Hallo und willkommen zu König von Deutschland. Und heute machen wir ein Video und das wird heißen Krebs aus Sicht der TCM. Einfach weil es ein wichtiges Thema ist. Also viele Leute, also was heißt viele Leute, aber ein paar Leute, die ich kenne, sind in letzter Zeit an Krebs gestorben, relativ jung. Die waren noch so kurz vor 40 oder 40. Und das ist eine tragische Sache. Und oft gibt es praktisch in unserer Gesellschaft Dinge, die wir als mysteriös erachten. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch keine Antworten direkt, aber ich habe ein bisschen recherchiert und sage, wie sozusagen die TCM Krebs den Krebs sieht und was man dagegen tun kann. Und wenn man diese Dinge weiß, ist man auf jeden Fall ein bisschen besser gewappnet. Ich habe auch demnächst mir ein Buch besorgt. Da geht es darum, How Not to Die. Und das erste Kapitel war, wie man sozusagen Herzprobleme und Herzinfarkte vermeidet. Und diese Dinge überschneiden sich. Also, gucken wir mal, was ich euch an Informationen geben kann. Also, Krebs aus Sicht der TCM. Oft sagt man, okay, das ist vielleicht genetisch. Und die anderen Faktoren sind nicht so groß. Tatsächlich gehen aber Ärzte und auch die neuesten Studien davon aus, dass es genetisch zwar schon sein kann, aber dass tatsächlich unsere Ernährung und unsere Lifestyles großen Einfluss darauf nehmen. Und zwar die zwei größten Faktoren, wenn man raucht, dann kriegt man sozusagen, ist die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs sehr hoch. Wir betrachten aber heute praktisch den Faktor durch die Ernährung und auch durch den Stress, weil das natürlich auch viel ausmacht. Also rauchen kann ich euch nicht helfen, das könnt ihr machen oder nicht machen. Bei der Ernährung wurden folgende Sachen festgestellt. In den Ländern, die sozusagen nicht industrialisiert sind. Also das ist sozusagen eine Zivilisationskrankheit. Und oft könnte man sagen, dass man hier jetzt ein paar Sachen betrachtet und an denen liegt es. Man sagt, die tierischen Produkte sind dafür zuständig. Ob die jetzt schwer zu verdauen sind, ob da oder ob da drin Toxine sind. Kann ich euch jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall der Körper und tierische Produkte, da hat er wohl seine Anstrengung. Das nächste ist sozusagen Zucker. Zucker in hohen Mengen. Da gibt es praktisch Glucose und Fructose, zu denen kommen wir gleich und wie das sozusagen in die Leber geht. Und hier gibt es fünf große Faktoren, die man sozusagen sagt. Wenn man Krebs vermeiden möchte, sollte man sozusagen Hitze aus dem Körper entfernen. Hitze kann entstehen durch falsche Ernährung, Zucker, zu viel Fleisch, zu viel Kaffee, aber auch Stress, Toxine. Das ist praktisch klar. Alles, was sozusagen in euren Körper gerät und da nicht sein sollte, kann Hitze schaffen. Es gibt sozusagen auch Feuchtigkeit, wenn ihr jetzt zu viel Weizen oder irgendwelche Sachen esst, die Allergien bereiten, dann hat der Körper da auch Probleme und dann versucht er das mit Hitze irgendwie rauszukriegen. Wenn ihr die zum Beispiel ständig Blähungen habt, ist auch nicht so gut oder Juckreiz oder ja. Nummer zwei, Blut aktivieren steht hier, das heißt Blutaktivierung sowohl durch Bewegung als auch durch gesunde Ernährung, das heißt euer Blut nährt euren Körper. Wenn euer Blut nicht so gesund ist, dann ja. Nummer drei, Fasten wäre so eine Sache. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr fastet, gebt ihr eurem Körper sozusagen Ruhe aufzuräumen im Körper. Dann kann er Sachen wegschmeißen, die er nicht mal braucht und Sachen angehen, die schon lange rumliegen. Wenn ihr sozusagen konstant am Essen seid, so wie ich das sehr, sehr lange gemacht habe, dann schafft ihr da eben so einen Müllberg, der dann nicht weggearbeitet werden kann. Ja, und wenn wir von Fasten reden, das heißt immer, Fasten heißt nicht hungern und hungern heißt nicht fasten. Was die Leute hier vorschlagen, ist zum Beispiel, wenn man 12 Stunden am Tag isst, dann soll man dem Körper auch 12 Stunden mindestens Ruhe geben.
Heutzutage aber in den westlichen Ländern fängt man irgendwann morgens an zu essen und hört dann irgendwann abends auf um 23 Uhr. Und das sind einfach zu viele Stunden, wo permanent irgendetwas in den Körper gerät, wo die ganze Zeit irgendetwas verdaut werden soll und so weiter. Das heißt, Fasten wird hier vorgeschlagen, zum Beispiel 12 bis 16 Stunden Fasten. Das heißt, um 8 Uhr abends esst ihr eure letzte Speise, im Idealfall eher eine kleinere Speise und nicht eine große fette Brotmahlzeit, weil sozusagen Kohlenhydrate mit Fett abends schwer zu verdauen sind. Ihr könnt dann eventuell nicht so gut schlafen, das heißt, nachts arbeiten eure Organe schlechter und so weiter. Nummer 4, Stasis removen, also das heißt, manchmal steht etwas in eurem Körper, das kann sein, ein Schreck steckt in euren Knochen, etwas ist euch an die Nieren gegangen, ihr seid frustriert, ihr könnt etwas nicht verdauen, das kann psychisch sein oder physisch, ihr habt irgendwas gegessen, was ihr nicht vertragt oder. Oder ihr spürt Kribbeln oder Stechen in eurem Körper, das ist meistens ein Indikator, dass etwas sich in eurem Körper staut. Ja, meistens durch Bewegung geht es dann weg oder indem man mehr wieder Flüssigkeit zu sich nimmt oder gesünder isst oder lebt. Und Nummer 5, ganz klar, Prävention ist sozusagen Name of the Game, wenn es um Krebs geht. Das heißt, wenn man es dann schon hat, ist es eventuell, ich will jetzt nicht sagen zu spät, aber dann ist schon ein großer Schaden passiert, weil einfach zu viel Schaden genommen wurde oder einfach zu viel blockiert ist. Und wir gucken auch gleich, warum. Also die TCM sagt meistens, Krebs entsteht in der Leber. Also das sagen die in dem Fall pauschal und die sagen, das ist eine Leber-Qi-Stagnation. Das heißt, in der Leber werden sozusagen Giftstoffe ausgeschieden und die Leber speichert euer Blut und gibt das Blut ab. Das heißt, die Leber hat Funktionen und wenn diese Leberfunktionen mit der Zeit eben nicht so ausgeführt werden können, wie sie sollen, dann habt ihr sozusagen oder ist die Chance für Krebs hoch. Das heißt auch, also praktisch, man merkt schon, also ja. Wenn die Leber in Beschlag bei. Jetzt kommt es zu dem Punkt, das möchte ich jetzt sagen. Es gibt natürlich sozusagen Alkoholleber oder Fettleber. Aber unsere Leber sollte eigentlich kein Fett einspeichern. Und manchmal tut sie das. Und sie tut es in folgenden Fällen. Wenn sozusagen zu viel Kohlenhydrate, also Glucose, in Blut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Glucose dann auch von Fett und sowas produziert werden kann, aber hier habe ich aufgeschrieben einfach nur Glucose und Fructose. Und wenn Fructose in den Körper geht, dann kann Fructose, so wie ich es recherchiert habe, nur in der Leber runtergebrochen werden. Das heißt, wenn ihr zu viel Fructose esst, also das soll jetzt nicht nur am Gemüse, am Obst liegen, denn Fructose ist in vielen Fertigprodukten drin. Also es wird viel, oft liest man Fructose in Keksen, in anderen Mitteln, als Nahrungsmittelverstärker, als Süße. Das heißt, das kann eine Belastung für eure Leber sein. Dieses Palmfett komplett gehärtet kann ein Problem sein. Zu viel fettige Speisen, zu viel Brotzeiten, also alles das, was sozusagen in eurem Körper ist und in eurem Körper sozusagen entgiftet werden soll, landet irgendwann in eurer Leber. Und ich glaube, wenn die Leber das irgendwann nicht handeln kann, dann fängt die Leber an, dieses umzuwandeln in Fett. Und dann hat diese Leber nicht mehr die Funktion, die sie haben soll, eben diese Filterfunktion, sondern dann schwillt die an und vernarbt. Genau, und dann kommt es eben zu Entzündungen. Was habe ich jetzt noch? Ja, High Carb vermeiden. High Cornstarch. Genau. Emotionaler Stress geht natürlich auch auf die Leber. Das heißt, lange Frustration führt zu einer Blockade oder zu einer Hitze in der Leber. Das heißt, wenn ihr mit irgendwas nicht umgehen könnt, ist wahrscheinlich euer Fokus ist dann auf eurem Kopf oder auf dem Überleben. Und dann
nimmt die Leber sich praktisch nicht die Zeit, die sie sollte, um Dinge richtig zu entgiften. Deswegen steht praktisch immer in der TCM auch oder auch in anderen Dingen, einen lustigen Film anschauen, sich entspannen, eine Wärmeflasche auf die Leber tun, einen Brennnesseltee trinken, solche Sachen, also diese Funktionen stärken. Genau. Wir kommen jetzt zum letzten Blatt. Und auch hier wieder einfach die Toxine sozusagen niedrig halten, nicht rauchen und wenn es geht, einfach nicht so viel essen, nicht so viel ungesundes Essen, auch nicht so viel übertreiben mit dem gesunden Essen. Zu viel von einer Sache ist schlecht. Das heißt, wenn ihr ab und zu mal einen Keks oder einen Kuchen haben wollt, gönnt euch den und habt da lieber euren geistigen und mentalen Frieden, solange ihr sozusagen auf die lange Sicht eher gesund esst. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid und guckt, dann das ist der Bonus. Spirituell gesehen ist sozusagen so etwas wie ein Krebs eine Manifestation eurer Frustration. Ihr habt einfach zu viel Müssen und Zwingen in eurem Leben herbeigeführt. Und der Krebs möchte euch daran erinnern, was würdet ihr denn tun, wenn ihr nur noch 6 Tage zu leben hättet oder nur noch einen Monat, dann ist klar, dass sich eure Prioritäten ändern würden und ihr eher so leben würdet, dass praktisch ihr authentisch seid. Das heißt, Dinge und Situationen, die eigentlich nicht sehr gesund sind, die würdet ihr dann ändern. Ihr würdet sagen, ich will lieber das, statt hier stecken zu bleiben. Es ist für mich authentischer, das auszusprechen oder das zu wollen, als sich einfach mit jenem zufrieden zu geben. Und ja, das war's, glaube ich. Ich hoffe, das ist kein ganz schlechtes Video. Auf jeden Fall merkt euch, Leber wird auf jeden Fall beeinflusst durch die falsche Ernährung. Was jetzt die richtige Ernährung ist, das sei mal dahingestellt. Aber natürlich geht es dahin, dass man sagt, mehr Gemüse, weniger essen. Und wie gesagt, die Leber entlasten, den Magen entlasten und die Organe. Und dann hat man höhere Chancen, gesünder zu leben. Theoretisch. Also, bis dann. Ciao.